Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen On the Road Tour. Wir fahren wieder auf der SCS-Karte. Wir starten jetzt erst bei den Hubeln. Ist ein bisschen warm laufen lassen, die Kiste. So, mal Licht an, noch nicht sowas sehen. Wir fahren wie gesagt auf der SCS-Karte. Wir sind unterwegs von Bremerhaven. Das ist der Mod vom Finn, den er jetzt hier überarbeitet hat. Und da geht es dementsprechend nach Osnabrück. Das sind 200 Kilometer. Die hat er ja integriert, dazu werde ich jetzt gleich noch ein bisschen was erzählen. Ansonsten hier schön. Kann man mal fahren, ne? Iwego Highway. So, schütteln wir los. Alles ist da, alles läuft. Schauen wir. Was haben wir denn hier? Was haben wir alles da? Chip. Na komm, lass mal an. So, ich würde sagen, schütteln wir los hier. Da soll noch aus dem Pedal kommen. Heftig drehen können wir. Platz haben wir hier für den Hubel. Was der Lenkrad ist wieder da, Iveco. Allzu lang sind wir ja nicht mit dem kleinen Containerchassis hier. Das sieht eigentlich mal ganz süß aus hier. Mit dem Tiersaum. Kann man mal machen, oder? So, jetzt fahren wir hier erst. Wir fahren jetzt erstmal raus. Wir fahren jetzt erstmal raus hier. Hier müssen wir von bitte raus. Raus. Dann erstmal hier aus dem Bremerhaven ein bisschen raus aus dem ganzen Geländezeug hier. Hier wieder raus. Ein Tohuwabohu, bis du hier raus bist, ne? Und da wieder raus. Autoterminal. Dann warten wir mal, bis die Schranke aufgeht. Jawohl, vielen Dank. Dann geht's raus hier. Blub, blub. Blub, 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 blub. So, also Bremerhaven ist ja überarbeitet worden von Finn. Ich habe es ja anhand einer Mod-Vorstellung schon gezeigt. Finde ich richtig geil, den Mod. Warum finde ich den geil? Weil ja SCS den Bremerhaven mit V übrigens, nicht mit F, nicht, dass jemand sagt, der Hafen, also A, Hafen, nein, sondern der Hafen, nicht separat als Stadt integriert hat, sondern einfach das bei Bremen belassen hat. Na, es läuft alles über Bremen, original SCS. Und jetzt hat, ich habe auch schon gesagt in einem Video, ich habe gesagt, warum hat SCS das nicht so gemacht? Die bauen hier den Bremerhaven ein, haben aber dann tatsächlich das nicht als Stadt integriert. Das finde ich ein bisschen schade. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Wenn du das schon hast, das Ganze, also die Stadt, Terminal, die haben ja die Stadtschilder hier hingestellt. Warum machen die das dann nicht einfach so, dass sie sagen, okay, dann machen wir aus dem Bremerhaven eine eigene City. Also wir bauen jetzt hier, integrieren eine neue Stadt. Und gut ist, habe ich nie so ganz verstanden. Muss ich ehrlich sein. Aber, ja. Und der Finn hat einfach gesagt, okay, wenn SCS das nicht macht, was heißt, dann mache ich das. Ich packe hier die Definition rein, also die Stadt, ich integriere die Stadt quasi, oder was haben wir eingedrückt? 85 passt. Ich hau die Stadt jetzt hier rein als Definition. Mach dann die zwei Firmen, die da sind, lasse ich über Bremerhaven laufen, denn wenn du dieses kleine Add-on hast und dann dementsprechend in-game reingehst und guckst, dann wirst du sehen, dass du diese, also die Bremerhaven, diese zwei Firmen anfahren kannst und von dort aus auf Frachten wegfahren kannst. Das finde ich eigentlich das Coole. Also das heißt, wenn ich jetzt in den Frachtmarkt gehe und oben bei Suche Bremerhaven eingebe, dann werdet ihr dann Frachten finden für das. Ne? Also es ist ein richtig cooler Mod eigentlich. Und wie gesagt, das hätte SCS selber machen können, ja. Aber ich weiß nicht, warum fehlt da die Motivation oder das Wissen. Also Wissen wahrscheinlich eher nicht, aber hätten sie machen können, oder? Wäre doch ganz easy gewesen. Aber ich weiß es nicht. Weil es sind doch zwei verschiedene Städte. Muss man einfach so sagen. Deshalb, ich habe es nie verstanden, warum SCS das gemacht hat. Kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Aber dank unserer Modder, in dem Fall der Finn, der sich da jetzt mal die Mühe gemacht hat, hat gesagt, was, kommt das mal selber, drauf geschissen. Machen wir einfach und dann ist es gut. Ja, also dann nochmal vielen, vielen Dank dafür, Finn, für den coolen Mod für dieses Add-on, ne? Dass man da einfach sagen kann, okay, das läuft so. Finde ich cool, passt, läuft. Also es wird natürlich ein Rätsel bleiben, aber ne. So, was haben wir vorne? Davon blinkt es doch schon wieder hier irgendwo. Dann fahren wir natürlich nach links, ne? Der Baustelle oder was weiß ich, das ist der Unfall.
Da weiß der Kuckuck. Aber wir müssen gleich auf der Spur bleiben, dann passt es ja eh. Bis wir dann auf die A1 ist es dann Richtung Ruhrgebiet geht danach. Das ist dann jetzt eh gleich hier. Richtung Osnabrück unser Ziel. Und natürlich dann dementsprechend auch in einer der neuen Städte, die wir in der 151 hier integriert haben. Also, wie wunderbar ist das Ganze? So, siebsch. Passt. Läuft. Aber zum kleinen Auflieger hier, da musst du eigentlich nicht so viel Angst haben. Ne? Da kannst du einfach brettern. Ne? Jetzt muss ich mal schon gucken, wie hier die Straßenlage ist. Nee, die geht auf was gewähren, da steht sie schon. Aber da kommt nichts. Das ist der Fahr nach Gehör. Schön, das Rübel. Wieder Unfall. Was ist denn nur hier bei euch? Egal, komm, ich im Stoff. Schaulustige brauchen wir nicht auf der Autobahn, meine Damen und Herren. Ja, danke, Herr Busfahrer. Ja, wie jetzt Krawattenfahrer. Wie heißen die? Krawattenfernfahrer. Stimmt, der Busfahrer meistens eine Krawatte an, Anzug. Und dann fahren sie hier Kaffeefahrt nach, was weiß ich, was der Kuckuck. Und drehen den Arm, rennt dann Heizdecken an und so ein Scheiß. Ne? Oder zumindest der Weg dorthin. Dabei. Jetzt hat man da Iveco von außen noch mal ganz gut zu sehen hier. Schöne kleine Kombo mit dem Tiersand, finde ich richtig geil. Hat er was, oder? Macht einen soliden Eindruck. Ich finde den S-Way natürlich auch gut. Ja, außer vorne ist er nicht ganz mein Geschmack. Aber so vom Seitenprofil von hinten finde ich geil. Vor allen Dingen auch hier den Highway war für mich immer ein LKW, wo ich gesagt habe, ich finde den gar nicht schlecht. Und ich bin tatsächlich heimlich hier und da mal eine Runde gefahren damit. Ne? Weil es wirklich Spaß macht. Also da kann man eigentlich nicht meckern. Ne? Der sieht echt solide aus. Mir gefällt er einfach von der Form her und so. Und man sagt ja immer, die Motoren von Iveco seien ziemlich robust. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Man sagt es halt immer, ne? Das sind ziemlich robuste Kisten. Naja. Wenn der Moment ist, wenn der Busfahrer sich nicht traut zu überholen, weil es ein Iveco ist, dann wisst ihr, was das heißt. Also nicht, dass er auseinanderfällt oder dass er explodiert. Nee. Sondern dass er... richtig Gas gibt. Ich habe 500 PS unter Haube. In dem Fall hier, wir haben auch nicht allzu viel geladen, nämlich bloß 12 Tonnen. Nicht allzu viel. Da kannst du mit 500 PS einfach schüsseln. Das kriegst du gar nicht mit. Und wie gesagt, nehmt mal den Highway, bastelt den euch mal ein bisschen zusammen. Also ich finde den nach wie vor echt nicht schlecht. Ja, ihr habt ein bisschen viel Plastik unter der Haube, aber mein Gott. Kann man mal machen, oder? Ja, ne? So, der Krawattenfahrer überholt. Und noch einer auf der Spur. Ich habe keinen Traffic Mod an, nur zur Info. Nicht, dass wieder jemand sagt, oh, wollen wir so viele Busse rum? Das lese ich auch nicht, das müssen wir erst jetzt fangen. Ich finde generell, dass auch im Traffic zu viele Busse fahren. Könnte man ein bisschen reduzieren, das Ganze. Aber naja, ich würde einfach viel mehr dafür die Busse durch LKWs ersetzen. Weil wenn ich so auf die Autobahn unterwegs bin, also ihr wisst ja, es fahren eigentlich mehr LKWs rum wie so ein Bus. Und von dem her würde ich das einfach ergänzen oder abändern oder wie auch immer. Also meine Meinung. Mein Autos passt ja, ist okay. Aber LKWs fahren mir meines Erachtens zu wenig hier im Traffic rum. Ist so. So, jetzt gucken wir mal hier. Geht's hier schon runter hier, ne? Magni Osnabrück Nord. Ich finde das ja so geil, weil das jetzt alles neu ist. Nicht mehr dieses Oldschool-Zeug hier. Da kriegst du Kopfschmerz hier, ne? Das ist jetzt alles weg hier, das ganze Zeug. Alter Verwalter, finde ich mega. Ich weiß gar keinen Retard, oder? Geht's hier berghoch? Hui! Bremst du von alleine hier? Dann setz ich mal den Blinker nach links.
So, was mir jetzt hier eigentlich fehlt an sowas hier, ist eigentlich eine Ampel, oder? Was meint ihr? Fehlt hier eine Ampel? Also ich finde schon. In Kassel haben sie ja da auch eine Ampel. Nee, was? Kassel? Kassel war es, ne? Da haben sie auch eine Ampel gebaut. Beim Autobahn, bei der Abfahrt oder Auffahrt, je nachdem, wie du halt drauf wärst. Sieht dann richtig gut aus, aber hier, was, haben sie wieder gespart, ne? Wir haben falsche Ende gespart. Wie genauso? Kann man nicht bei so einer Autobahnabfahrt eine Ampel bauen? Oder wenn die das überflüssig, zu viel? Also es gibt Autobahnabfahrten, da hast du eine Ampel. Und es gibt Abfahrten und Auffahrten, da hast du keine Ampel. Naja. Was ist jetzt hier los? Achso. So, jetzt kommen wir mal rein hier langsam in Osnabrück, in die schöne Stadt. Tada, hui. Kannst du schön rollen lassen hier die Bude. Und bremsen. Und Gas geben. So, Umweltzone. Ha, ich habe hier meine Plakette in dem Hobel hier. Dann ist hier Ende im Gelände. Wo ist hier die Umweltzone? Wieso hat SCS hier überhaupt eine Umweltzone gemacht? Gas, 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 Gas. Wo beginnt die Umweltzone hier? Weiß man nicht. Ich finde es auf alle Fälle cool, hier ein bisschen so durch die Vorstadt von Osnabrück zu fahren. Finde ich eigentlich richtig mega. Man sieht halt ein bisschen was, ne? Von der ganzen Stadt hier. Bevor du dann erstmal bis ins Industriegebiet kommst. Und das finde ich eigentlich so cool, ne? Erstmal so die Vorstadt erleben und dann kommst du zum Abladen. Wie man dann hier schon sieht, da musst du einmal links fahren und nochmal eine Kurve, nochmal eine Kurve. Das finde ich eigentlich richtig gut. Das finde ich eigentlich richtig stark. Noch gefragt worden, ob hier und da, ob ich da irgendwelche Performance-Einbrüche habe. Gerade jetzt mit den neuen Städten und so. Ich sag mal, eigentlich nicht zwingend. Ab und zu hängt es mal ganz kurz. Ist jetzt nicht schlimm, aber es kann schon mal ab und zu hängen. Aber es hat noch die, also ich aktuell, wenn ihr das Video seht, bin ich aktuell noch in der Open Beta unterwegs. Das hängt natürlich auch mit dem zusammen. Das ist generell noch nicht alles so stabil. Aber nur das mal gesehen oder beziehungsweise gehört habe. So, hier muss man ein bisschen aufpassen hier. Ne? Aber das passt schon. Da kannst du einfach dann ganz normal links fahren. Die Ampel schaltet nämlich komplett nach links. Es gibt ja die Ampelschaltung, dass du geradeaus fahren kannst und nur links. Aber ihr seht, das passt. Muss ein bisschen beachten, die Anzahl. So. Und dann fahren wir rum hier. Blinken. Geht's in die City? Ich find's cool. Also Osnabrück finde ich richtig geil gemacht. Ah, dieser Fußgängerweg, ne? Die bleibt von Haus aus grün. Ich muss hier links, ich muss hier links. Komm vor zu. Oh, komm, 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 komm. Jetzt hat er mich fast verlassen hier an der Iveco. Der macht die Spur fahren hier. Das ist fast besser. Und zack. Ich finde die Schilder auch richtig. Guck mal, da haben sie das Vorfahrtsschild direkt an der Ampel geklatscht. Das finde ich richtig geil. Wie seht ihr das? Das finde ich richtig geil. Also solche Schilder haben wir nicht oft so in der Form. Im ETS 2 finde ich richtig stark gemacht. Also ich sehe die Ampel nicht von dem Stück vorfahren. Da ist er. Auch mit dem Graffiti und so. Also die geben sich schon richtig Mühe, ne? Ich sag mal, auf die Details kommt es drauf an. Und das, glaube ich, haben sie richtig gut hingekriegt hier. Jetzt geht es erstmal links weg hier. Kannst du ein bisschen weiterfahren. Also es ist einfach, es ist echt gut gemacht. Macht richtig Laune hier in Deutschland rumzufahren hier. Kein Scheiß. Wenn jetzt die restlichen Städte noch überarbeitet werden, dann sind wir sowieso fertig. Hier kannst du parken. Okay, nur Autos, verdammt. Aber das finde ich richtig cool. Cool gemacht, das Ganze. So, jetzt geht's weiter. ITTT.
Das tut nicht weh. Schon mal kurz gucken hier. Da gibt nichts, nee, ne? Soll ich hier mal stehen bleiben? Gucken, wo dann hier das Symbol ist. Pflastersteine hier. Da vorne ist mein Symbol. Hier schöne Abladestellen, hier die Tore. Könnte man richtig cool belegen. So, jetzt gucken wir mal drauf. Guck mal, warum wir dann abladen hier. In der Halle. In der Halle. Da, da, da. Wir fahren da jetzt mal rein. Wir gucken mal, wie was Phase ist. Ach, da müssen wir rein. Okay, alles klar. Miss Banking erstmal soweit. Schauen wir, ob wir hier rumkommen. Aber nochmal schon. Muss schon gehen. Gucken wir mal, ob das geht. Ob das geht. Ja, das geht. Oder ja, ne? Ja, geht schon. Kollege war schon, ne? Zu B und entladen. Das ist mit so einem kleinen Container, es ist echt kein Stress, hier reinzufahren, aber mit einer großen Büchse ist es jetzt mal gar nicht so einfach, würde ich jetzt mal schwer behaupten, ne? Also, weil muss doch erstmal reinkommen hier, ne? Und ich muss jetzt hier gleich mal rumdrücken, die Kiste. Ich kurz im Endekreis. Da steht nichts hier vorne, ne? Steht doch was da? Ich sehe nichts. Was ist denn das? Da ist doch nichts. Doch, da ist irgendwas, oder? Ich muss doch mal gucken gehen. Moment, ich muss mal virtuell aussteigen. Oh, Stahlpaletten. Ich werde bekloppt. Wir hatten das eingestellt. Ich glaube, es hackt. War bestimmt der Lehrling. Mann, ey, wie kann man da Paletten hinstellen? So eine Scheiße mit der Scheiße. Jetzt habe ich mir vorhin wieder alles weggerammelt hier. So eine Scheiße mit der Scheiße. Mal wieder klar wie Kloßbrühe, ne? So eine Kacke hier. Das heißt, ich muss auch ein bisschen anders fahren. Schub, schub, alle Richtung. Kurbel, 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 kurbel. Wir können jetzt mal so ein bisschen ein Stück hinterfahren. Wir tun dann später noch mal ein bisschen rangieren. Müsste klappen diesmal. Müsste klappen. Ja, jetzt bin ich dran vorbei. Ist nicht, doch nicht. Das ist er nicht. Immer noch nicht. Ich muss gucken, es gibt ja nicht. So eine Scheiße hier, scheiß Paletten hier. Ich werde geklappt. Ich stehe doch echt beschissen draußen, ne? Von der anderen Seite will ich nicht reinfahren, ich hab keinen Bock. Das muss besser gehen. Das muss besser. Da müssen wir nochmal hier. Da müssen wir nochmal nachbessern. Da fahre ich nochmal ein Stück hier rein. Kann nicht sein, ey. Wie unangenehm. Was soll das machen? Jetzt machen wir was anderes. Wir fahren einfach so erstmal ein Stück nach hinten. Wir machen es erstmal so. Wir fahren erstmal so rum. Wir fahren erstmal so. Und dann drehen wir bei. Muss man so machen. So, machen wir das Ganze. Mehr Wendekreis geht nicht. Na. Geht das noch? Hui! Jetzt aber brauchen wir es mal so. Jetzt kommen wir noch schön nach vorne und dann klappt das auch jetzt. So, okay. Jetzt klappt, hätte ich gleich so fahren müssen, ne? Einmal mit Profis. Dann haben wir schon wieder geschafft hier. Und grün, perfekt. So, meine Damen und Herren, wenn es wie immer gefallen hat, dann lasst einen Däumeling da. Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich mir mal knitterfreie Fahrt. Und so, macht's gut, ne? Bis bald und tschüss.